Gestern ist bereits das Biom-Voting-Video zu den Tafelbergen und vor einigen frischen Minuten könnte man sagen, das zu den Sümpfen erschienen. In diesen kleinen Videos wird uns gezeigt, was diese Biome erhalten, wenn sie denn ein neues Update erhalten würden. Alles, was dort gezeigt wurde, besprechen wir wie immer im heutigen Video und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Somit hey und willkommen meine lieben Freunde zu einer neuen Folge Minecraft News hier auf meinem Kanal GamingGuides.de. Kurz vorab, bevor wir ins Thema starten, noch ein kurzes Sorry, eine Entschuldigung von mir, dass am Sonntag keine Newsflash-Folge erschienen ist. Ich habe sie auch im Community-Tab reingeschrieben und mich entschuldigt, dass ich es nicht schaffen würde, weil ich sehr, sehr wenig Zeit und aktuell sehr viel Stress habe, deswegen auch heute erst das Video zu den Tafelbergen erscheint. Es tut mir unglaublich leid, aber dafür heute dann in Kombination direkt mit dem Sumpf-Video. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Nächsten Sonntag geht es dann wie gewohnt weiter und ich freue mich jetzt schon sehr drauf. Wie gesagt, heute haben wir oder beschäftigen wir uns wieder mal mit dem aktuellen Thema Minecon Live und das große Biom-Voting. Denn wie wir alle sicher wissen, stehen wir für die Minecon wieder einmal in diesem Jahr vor allem drei Biome zur Auswahl, die alle zukünftig ein Update erhalten werden. Nun kann aber die Community selber, also das sind dann in dem Fall wir, die Reihenfolge bestimmen. Also zuerst, welches Biom dann als erstes das Update erhält. Und für die Entscheidung bis zum Voting selber, also am Samstag jetzt, also kommender Samstag ist ja die Minecon Live, sollen uns dann kleine Videos helfen, die uns kurz und knapp zeigen, was denn so in den einzelnen Biomen geupdatet wird. Wie auch schon im Pre-Intro eben erwähnt, gibt es bereits zwei Videos, und zwar zu den Tafelbergen und zu den Sümpfen, und morgen wird dann noch das Video für die Berge erscheinen. Also diese drei Biome standen ja zur Auswahl. Starten wir zunächst aber mit den Tafelbergen oder im Englischen den Badlands, die ja einst Mesa-Biome hießen, warum auch immer die Namensänderung. Wie dem auch sei, wird im Video gezeigt, dass dieses wüstenartige Biom Steppenläufer, neue Kakteen und jetzt haltet euch fest, Freunde, geil bekommen wird. Ich glaube, Kakteen und Steppenläufer erklären sich eigentlich von selbst. Die Geier aber, diese sollen natürlich herumfliegen und auch herumliegenden Loot klauen und damit davonfliegen. Das heißt, wenn du mal irgendetwas droppst, dann zieht das die quasi an, wie so eine blinkende, wie heißen dieser Vogel nochmal, der alles blinkende, die Elster. Die Elster klaut ja auch alles. Also der Geier wird dann herumliegenden Loot quasi aufheben und damit davonfliegen. Cool wäre da noch eine Art Nest, zu dem sie dann auch hier und da mal den ganzen Loot bringen und da ablegen, dass man dann irgendwie finden könnte und plündern könnte. Das wäre auch cool, dass sie das dann auf alles, was sie auf ihrer Reise finden, einfach da so ablegen würden, weil sie haben ja keine Taschen. Also so logisch sollte das Spiel schon irgendwie sein. Gezeigt wurde aber da nicht mehr, sondern nur grob diese drei Features. Eben ist dann auch, wie gesagt, das Video zu den Sümpfen erschienen. Mein vorheriger und auch mein weiterer Favorit, muss ich sagen. Das erste, was da dort nämlich vorgestellt bzw. gezeigt wurde, kann man sich kaum vorstellen, aber ein neues Boot. In diesem Boot kann man nämlich tatsächlich eine Truhe platzieren, was unglaublich praktisch ist, muss ich sagen. Wie erwartet wurde dann noch, nein, nicht Schreck, sondern ein Frosch vorgestellt. Also nicht nur ein Frosch, sondern Frösche wären dann im Sumpfbiom eine neue Tierart. Finde ich auch mega cool. Biomstruktur an sich ändert sich auch ein wenig, denn die Bäume werden durch sogenannte Mangroven ersetzt, so rum, die sich ja auch wie bekannt in solcher Natur zu Hause fühlen und sich förmlich der Natur anpassen. Das sind dann so riesenartige Wurzeln, die dann auch bis ins Wasser gehen und ein bisschen größer und breiter sind. Also beide Biome erhalten meiner Meinung nach jedenfalls richtig coole neue Features. Aber was sagt ihr? Was ist euer bisheriger Favorit? Ich bin jedenfalls sehr, sehr gespannt, was wir morgen im Bergvideo so gezeigt bekommen. Vielleicht ändert sich da ja noch mein Favorit, mal gucken. Ich bin auf jeden Fall, wie gesagt, sehr gespannt. Vergesst nicht, am Samstag ab 18 Uhr hier auf meinen YouTube-Kanal einzuschalten, wo wir gemeinsam auf die Minecon live reagieren werden, also auf dem Livestream selber, und einfach mal gemeinsam abstimmen werden, gemeinsam diskutieren werden. Deswegen würde ich mich über jeden einzelnen von euch sehr, sehr freuen. Einfach hier ab 18 Uhr auf meinem YouTube-Kanal. Wie dem auch sei, sollte euch die heutige News-Folge gefallen haben, würde ich mich natürlich auch wie immer sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel wegen der News-Flash-Folge und wegen der kleinen Verspätung der Tafelberge. Das tut mir, wie gesagt, sehr leid. Aber trotzdem noch einen angenehmen Abend, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.